So, Jungs, wir haben gerade noch einen Tag davor. Wir haben gerade 8.20 Uhr. In 8 Stunden und 10 Minuten will ich aufstehen. Wird lustig. Naja, auf jeden Fall. 4.30 Uhr werde ich aufstehen. 5.30 Uhr treffen wir uns dann. Und dann beginnt die komplette körperliche Zerstörung. Dann wird es nämlich richtig geil. Auf jeden Fall, ich habe gerade schon mal ein paar Sachen gepackt, mir rausgesucht. Ja, ich mache das jetzt erst. Ich habe mir heute Morgen ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich dann brauche. Ich habe mir die Sachen jetzt rausgesucht. Ich habe heute Morgen GoPro-Akkus geladen, Lampe, alles Mögliche. Ich zeig's euch. So, wir haben jetzt hier einmal Regenjacke. Dann haben wir einmal kurze Hose, wenn es wärmer wird. Dann noch Badehose. Wir wollten ja an einen See gehen. Das wird dann nämlich richtig geil, Digga. Kopfschmerztabletten. Ich habe gar keinen Bock auf Kopfschmerzen. Kopflampe, weil ich nicht weiß, wie hell es morgens wird. Kopfhörer, GoPro-Akku. Und das war's dann halt eigentlich auch schon. So, und wenn dann alles gut läuft, sehen wir uns jetzt im nächsten Cut. Morgen früh, 4.30 Uhr. Let's go. So, Jungs, ich habe jetzt doch kein Video mehr gemacht, von wie ich aufgestanden bin. Aber egal. Wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Wir haben gerade, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, 5 Uhr, was ist denn das, 5.35 Uhr. Wir haben gesagt, 5.30 Uhr auf dem Sportplatz treffen. Ich bin da. Jetzt warte ich halt nur noch gerade auf die beiden Jungs. Meanwhile. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5.29 Uhr. Marl kommt jetzt. Dann gehen wir gleich zum Paul. Heute steht die 50 Kilometer Wanderung an. Wir haben richtig Bock. Nach Freilingen laufen wir. Mal gucken, was das heute wird. Wird sehr cool. Mal gucken, wie lange wir unterwegs sind. Und wird geil. Digga, was habt ihr für dicke Rucksäcke dabei? Guck mal zum Vergleich. Ich hab das hier dabei. So ein Mini-Ding. Guck, was hast du denn dabei? Alles Mögliche. Digga, er denkt, Seven Rivers Wild, 5-Tage-Tour. Ja, 5 Kilometer. Das geht. Ja, Junge. Morgen. War nicht so gut, aber... Hast du jetzt kein Essen eingepackt oder was? Ich hab 3 Müsli-Riegel dabei. Ja, du musst ja schon... Ich hab 2 Kilo... Ich hab ein Y-Food dabei. Ich hab Y-Food, okay. Was hast du? Ich hab 4 Brötchen und... ein bisschen Obst. Und für Brötchen, Digga. Ja, 2 Kilo Milch. Wir müssen abends unterwegs sein. Ich hab keinen Bock mehr, was zu kaufen. Brot. Und Milchbrötchen und Keks. 4 Kilo Milch. Digga. So, Jungs. Das setzt so nach 30 Kilometern nach und nicht nach 2. Es geht weiter. Wir sind hier maximal im Dschungel. Aber schaut gut aus. Wir machen Kilometer. Wir sind jetzt, glaube ich, so. Wenn es aktualisieren würde, 2 Kilometer haben wir jetzt. Das heißt noch 48. Also ich merke jetzt schon wieder, die Mücken lassen grüßen. Aber ja, wie geht's euch so? Durchschlagübung, es geht los. Durchschlagübung. Wir haben gerade eben noch darüber geredet, dass wir mal irgendwann so in die Richtung 20 Kilometer, 10 Kilometer eine Durchschlagübung machen. Ja, haben wir jetzt schon. Boah, und die Spinnenweben, die ich hier abbekomme. Das ist das Schlimme. Nee. Naja, es geht weiter. So, Jungs, wir sind wieder da. Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht da hinten, aber... Jo. René, wie geht's dir so? Sieht super aus. Sieht super aus. 6 Kilometer haben wir fast, ne? Jo, 6 Kilometer haben wir fast. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Zehntel, bisschen mehr. Boah, sieht bis jetzt noch gut aus. Manuel, dir geht's auch noch gut. Nicht zu schwer, der Rucksack. Der hat einfach Apfelschorle dabei oder ist es Tee? Apfelschorle. Der kriegt kein Wasser. Doch, denke ich auch. Eieiei. Naja, auf jeden Fall soll heute noch sehr heiß werden. Darauf habe ich nicht so viel Bock. Aber was soll man machen? Wie Markus Rühl sagt, Apfelschorle. Genau. Let's go. So, Jungs. Es geht weiter. Jetzt haben wir hier schön die Sonne im Maul. Aber ist geil. Jetzt hier so mit dem Feld. Wir kommen gerade von da hinten. Wir haben jetzt gerade... 6,5 Kilometer knapp. Auf jeden Fall sieht noch relativ gut aus. Wir haben gerade unsere erste Trinkpause gemacht. Wir machen gleich noch mal eine kurze Pause bei 10 und dann geht's weiter. So, Jungs, 10 Kilometer sind geschafft. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 10,3. Wir sind gerade seit 1-2 Kilometern die ganze Zeit auf der Straße unterwegs. Es kommen auch die ganze Zeit Autos entgegen. Aber wir haben es jetzt gleich eigentlich geschafft. Wie weit ist es noch in den
14? 14 Kilometer, bis wir von der Straße runter sind, meinte ich jetzt. Nee, dann 1-2 Kilometer. 1-2 Kilometer noch. Und dann Wittgert noch einen kleinen Stopp. Bis jetzt sind wir stabile 2 Stunden und 10 Minuten gelaufen. Also passt das sogar relativ gut. Dann haben wir eine 5 km/h Pace. Ist zwar nicht das Beste, aber immerhin. Wir haben jetzt 7.30 Uhr. Passt. Wir sehen uns dann, wenn wir von der Straße runter sind. Wir sind jetzt gleich in Morgendorf. Ist noch ein bisschen. Hier hinten ist der René und der Manu. Wir sind jetzt hier gerade an einem wundervollen See, aber hier ist ein bisschen Zaun. Da hinten ist jetzt die Abfahrt gewesen. Ich kann euch das Ganze ja einfach mal ganz kurz zeigen, ne? Also, dann ist das Ganze nämlich hier ein wunderschöner See. Der ist ein bisschen verdreckt, aber was soll man machen? Jetzt geht's hier wieder hoch. Wir haben gerade noch mal ein bisschen getrunken und sind jetzt eigentlich schon bei knapp 15 Kilometer. Also noch 10 Stück, dann sind wir schon mal beim ersten Ziel und dann geht das Ganze wieder zurück. Würde ich sagen, geht's weiter, oder? Let's go. So Jungs, wir sind wieder unterwegs. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind jetzt gerade aus Mogendorf raus. Und jetzt geht es hier rein. Wir sehen schon ein paar Häuser. Nach Vielbach. Hinten ist der René. Vorne ist der Manu. Und jo, wir sind jetzt einen kleinen Umweg gelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt immer noch 10, also 9 bis 10 Kilometer laufen, bis wir dann beim See sind oder beim Strandplatz. Ich hoffe auch, dass ihr mich versteht, weil hier kommen die ganze Zeit Autos vorbei. Aber ja, noch, sagen wir mal so knapp 10 Kilometer, dann sind wir da und erstmal fett in den See rein. So, jetzt geht's nach Quirnbach. So heißt der Bums, oder? Was? Quirnbach. Quirnbach, ja. Jo, es geht nach Quirnbach und wir haben jetzt glaube ich noch knapp 7 Kilometer, vielleicht noch 8. Dann sind wir da am wundervollen See. Ich hoffe, es kommt kein Gewitter, weil eben sah es schon ein bisschen danach aus, ein bisschen dunkel, aber das Ganze ist jetzt auch schon wieder weg. Naja, die GoPro ist eben maximal auf den Boden gefallen, aber ist alles in Ordnung. Passt. Und wir sind wieder hier Landstraße am Langlaufen. Da ist der René. Irgendein Motivationsspruch, warum man das Ganze hier auch machen sollte. Also das Wichtigste ist immer, guck mal, ihr könnt jetzt nach Hause rumhängen, einfach nichts machen, ne? Ihr könnt chillen. Aber wir sind jetzt seit 6 Uhr unterwegs und sind am Laufen. Und macht was, geht vor die Tür, macht Sport, macht irgendwas. Bewegt euch. Ne? Jo. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Willst du auch noch irgendwas sagen? Nee, perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nachher gleich nochmal. So, wir sind jetzt in Quirnbach und machen gerade ein bisschen Pause. Da ist der René wieder. Läuft. Läuft. Bei dir? Gerade sitzt dich. Perfekt. Ich weiß ja nicht, warum der René noch läuft. Auf jeden Fall, es geht jetzt gleich nochmal 7,3 Kilometer weiter durch den Wald. Und dann sind wir endlich da. Nach vielen Kilometern, ich kann gerade mal gucken. Nach 30 Kilometern, es wären dann fast genau 30 Kilometer, wir haben jetzt 23. Werden wir dann da sein? Let's go. So Jungs, wir sind unterwegs. Der René ist da hinten irgendwo. Manu ist schon sehr weit vorne. Ich spüre langsam meinen Zeh. Ja. Man hört im Hintergrund den René, wie er am Leiden ist. Der Junge hat nämlich Steine im Schuh. Wie es sich anhört, hat er zumindest vorher noch gerufen. Jo. Bei mir ist eigentlich alles relativ gut. Das einzigste Blöde, ich habe gerade sehr, sehr böse Schmerzen.
an meinem dicken Zeh. Rechts am Fuß. Auf jeden Fall, wir müssen dann innerhalb von den nächsten 500 bis 800 Metern langsam mal im nächsten Dorf ankommen. Und dann kann man auch noch mal gucken, ob da irgendein Supermarkt ist, wo man kurz mal reingehen kann und sich was zu trinken holen kann. Weil mein Trinken ist schon langsam leer. René hat gesagt, er hat viel zu viel dabei. Manu hat 3 Liter Apfelschorle dabei. Und Apfelsaft, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ja, 3 Liter Apfelsaft. Und er sagt jetzt schon, der ist bald alle. Na gut. So, ich sage, es geht weiter. Wir sehen uns dann, wenn wir aus der nächsten Stadt wieder rauskommen. Das ist dann, by the way, Max sein oder so. Jo. So, Jungs. Es geht weiter. Wir haben jetzt einen anderen Weg genommen. Wir laufen jetzt nämlich zur Klingelwiese. Da war nämlich schon mal der René und er hat gesagt, das soll richtig geil dort sein. Deswegen machen wir uns jetzt da auf den Weg. Und wenn wir nach da gehen, sollten wir auch ungefähr unsere 60 Kilometer trotzdem noch hinkriegen. Also passt das. Wir sehen uns dann dort. Ist nicht mehr viel. Vielleicht 1 Kilometer, 2 Kilometer. Jo. Bis dann. So, Jungs. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind hier. Wie lange hat es jetzt gedauert? 6 Stunden, 6,5? Ja. Krank. Wir sind doch umentschieden. Jetzt sind wir an der Klingelwiese. Sieht ganz geil aus. Jetzt gehen wir uns gleich umziehen. Und dann geht's rein ins Wasser. Bis dann. So. Wir sind jetzt hier am wundervollen... Wie hieß das Ding jetzt? Klingelsee? Klingelwiese. Und... Wir sind jetzt fertig, wir waren gerade schön drinnen. Jetzt geht's weiter, wir haben jetzt ungefähr 1 Stunde Pause gemacht. Let's go. So, Jungs, wir waren gerade einkaufen und haben uns ein bisschen Essen geholt. Das gehört natürlich dazu, wenn man 3 Tage beim Tag verbrennt. So. Nee, wir haben uns nur Trinken geholt. Schön kühl. Und die wird jetzt erstmal geäxt. Dann kannst du gleich nicht mehr laufen, ich würde es lassen. Oh, sprudelt das. Ja, Junge. Oh. Hör doch zu. Ganz dämlich bin ich, René. Aber es ist schön kalt. Ich habe gerade Leute angerufen. Herr René, wo bist du? Ja, ich bin gerade wandern. Über 30 Kilometer haben wir schon. Nein, jetzt zack ich, Junge. Es hieß einpacken. Ja, ich war doch Paul, ich kann laufen. Nicht eine halbe Stunde. So, also, wir machen uns jetzt ab. So. Wir haben jetzt gerade nochmal eingekauft. Jetzt geht es gleich weiter. Wir sind nämlich schon auf dem Rückweg. Wir sind schon 2 Kilometer gelaufen ungefähr. Jo. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ist so lustig. Der René ist schon am Lachen. Der freut sich schon, oder? Natürlich. So, ich habe ja auch noch richtig, richtig geilen O-Saft. Ja, reicht jetzt. Es ist richtig geil. Der Junge hat sich eine richtig fette Spezi geholt. So. Wir sind jetzt 3 Kilometer Höllenstraße gelaufen mit Autofahrern, die absolut kein Auto fahren können, neben uns. Und haben es jetzt endlich nach Oberheit geschafft. Ist nicht mehr viel. Dann sind wir da. 2 Drittel haben wir schon. Let's go. So, Jungs, wir sind wieder auf der Landstraße unterwegs. Das sind jetzt noch knappe 10 Kilometer, noch 9 Stück ungefähr. Dann haben wir es geschafft. Wir hoffen im Moment, dass wir 12 Stunden insgesamt unterwegs sein werden. Wir haben jetzt gerade 10 Stunden geknackt. Wir waren jetzt an der Stelle eben, wo wir heute Morgen um 8 Uhr waren. Und das war vor 10 Stunden. Nein, nicht vor 10 Stunden. Warte mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Vor 8 Stunden war das, ne? Ja, vor 8 Stunden war das. So, wir haben jetzt 16 Uhr. Wir sind jetzt insgesamt 10 Stunden gelaufen. Jo. Ist auf jeden Fall geil. Aber ich kann jedem mal empfehlen, einmal so einen 50 Kilometer Marsch zu machen. Es gibt ja immer die Leute, die dann da in den Kommentaren sitzen und sagen, 50 Kilometer ist ja gar nichts. Macht 100.
Erstmal selber machen. Macht mal selber. Und dann. Es fängt, by the way, auch gerade so langsam an zu regnen. Nicht so geil. Naja. Let's go. So, Jungs. Wir haben jetzt noch knapp 8 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Und man muss wirklich sagen, die letzten 10 Kilometer ziehen sich sehr lang. Was sagst du? Das ist schon krass. Man will einfach gar nicht mehr laufen. Man weiß aber kurz, so knapp vom Ziel, niemals aufgeben. Also jetzt noch durchziehen, wird echt schwer, aber wir kriegen das hin. Jo. Wir laufen jetzt nochmal so knapp 2 Stunden. Wird auf jeden Fall geil. Wir sind immer noch auf dieser Kack-Landstraße. Wir hoffen jetzt eigentlich nochmal auf Waldweg hier irgendwo. Ja. Also man muss schon sagen, wir sind jetzt ungefähr 50% von der ganzen Strecke einfach Asphalt gelaufen. Vor allem jetzt auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg sind es locker schon mittlerweile 70%. Naja. Sind auch sehr wahrscheinlich die ersten 16-Jährigen, die sowas überhaupt machen. Könnt ihr mal sagen, wenn ihr irgendjemanden kennt, der 16 oder jünger ist, der das schon mal gemacht hat. Schreiben. Aber... Wir wollen wissen. Jo. Ist doch cool. Wenigstens sind wir vielleicht ja die ersten Deutschen, die das machen. Die ersten 16-jährigen Deutschen. Naja, es geht weiter. So, Jungs. Es hat gerade angefangen zu regnen. Aber kein Aufregen, ne? Jo, es geht weiter. Wir sind exakt denselben Weg heute Morgen gelaufen. Da war es aber noch ein bisschen dunkler. Jo. Langsam. Oh, wir sehen Manuel. Manuel macht Pause. Er trinkt jetzt was. Ich glaube, der Waldweg kommt langsam. Das ist gut. Jo. Langsam, aber sicher spüre ich jetzt auch die Oberschenkel. Jo, die Füße sind gerade auf dem Schmerzbereich von 6 bis 7. Puh. Waden sind noch so in Ordnung. Die sind eher auf einer 6 oder 5 oder 6. Und Oberschenkel halt unten drunter wird jetzt, geht von der 6 jetzt langsam auf eine 7. Jo. So, Jungs. Wir haben jetzt noch knapp. Was sagst du, 4, 5 Kilometer? 6. Dann sind wir da. Wir kommen ans Limit auf jeden Fall, ne? Wir sind nochmal einen Umweg jetzt gegangen. Und wie René schon sagt, wir kommen jetzt langsam ans Limit. Und das ist nicht die Kraft, das sind einfach die Füße. Das ist alles. Einfach durchbeißen. Für Manuel ist es ein Sonntagsausflug. Der genießt hat. 3 Blasen. Ah. Der René ist am Sterben. Ich habe zum Glück noch keine Blase. Sieht noch relativ gut aus. So, Jungs. Wir sind jetzt hier, wie was brauchen wir noch? So 2 Kilometer jetzt? 3. Wir haben es fast geschafft. Das wird geil. Ich glaube, wir brauchen auch nur noch 1 Kilometer. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die 50 auf der Uhr. Jo. So, Jungs. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Ort, wo wir gestartet sind heute Morgen. Genau an der Stelle da. Da ungefähr. Zumindest das zeigen würde, war das ungefähr da hinten so. Mal schon das jetzt da ungefähr hier. Da haben wir uns gestern getroffen. Gestern. Heute Morgen haben wir uns da getroffen. Ich denke schon gestern. Wir sind jetzt 13 Stunden, fast exakt 13 Stunden gelaufen. Es ist krank. Heute Morgen um 5.30 Uhr los. Und jetzt, gerade, ich kann euch das Ganze mal zeigen. 18.37 Uhr. Also es ist wirklich, es ist wirklich geisteskrank. Es war eine wunderschöne Erfahrung mit den beiden Jungs. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich es schaffe, aber ich habe es geschafft. Was sehr nice ist. Also ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten, dass sie mit 16 ohne Vorbereitung der erste Versuch, First Try, 50 Kilometer gelaufen sind. Die einzigste Vorbereitung, die ich jetzt hatte,
war vor einem Monat in Österreich. Also da merkt man schon wieder, die Vorbereitung war nicht wirklich viel. Ist auch schon wieder sehr lange her. Ja, und da bin ich auch nicht 50 Kilometer gewandert. Da bin ich mal maximal am Tag 12 Kilometer. Mehr nicht. 12 Kilometer waren das, die ich da gelaufen bin. Und ich merke es gerade. Also, ich bin so hart gerade am Gähnen. Also, es ist wirklich geisteskrank. 67.000 Schritte, fast 68.000, 670 Minuten Aktivität und dann noch 3.000 Kalorien, die verbrannt wurden. Das ist wirklich gottlos. So, kommen wir mal, bevor ich euch das Ganze jetzt auf der Uhr zeige, wie viel wir jetzt überhaupt geschafft haben, kommen wir mal ganz kurz zu, oh, wo es weh tut, weil das ist schon gottlos. Meine Schultern, also hier oben der Teil, der den Hals mit den Schultern verbindet, der ist komplett kaputt durch den Rucksack. Ich kann wirklich meinen Arm, ich versuche den erstmal zu heben, ohne dass es weh tut. Und es tut jetzt schon weh. Oh, das ist sehr weh getan. Ich hatte auch an einer Stelle, da war es so schlimm, dass ich gedacht habe, dass ich den Rucksack nicht mehr ankriege, weil es einfach so sehr weh getan hat, wo ich noch Schmerzen hatte. Am Anfang habe ich den Meniskus, das war ja kein Meniskusriss, das war ja so eine Meniskusüberdehnung, die ich da mal hatte, damals vor 3 Jahren. Den habe ich wieder gespürt. Also es war nicht so geil. Blasen habe ich tatsächlich keine. Auch nicht davon, ich wüsste, welche. Ich kann nicht mal mehr reden. Welche, wovon ich wüsste. Oder ich hoffe, das ist jetzt richtiges Deutsch. Da sind Hunde. Also heute hatten wir echt viele Hunde, die haben sehr genervt. Wenn ich gleich nochmal Blasen finde, die ich habe, werde ich euch das mitteilen. Also reden wird heute nichts mehr. 13 Stunden durchgelaufen. Wir haben vielleicht 1 bis 2 Stunden Pause gemacht. Ich bin aber froh, dass wir wenigstens ein Ziel hatten. Also wenn ihr so etwas mal selbst machen wollt, dann ich empfehle euch wirklich, ich lege euch das ans Herzen. Ich weiß wieder nicht, ob das zu euch war, aber passt. Sucht euch ein Ziel raus, irgendwas Geiles, irgendeinen See und dann lauft ihr dahin. Jo. Und es würde mich auch wirklich sehr, sehr gerne interessieren, ob wir jetzt die ersten Jugendlichen waren, die ersten 16-Jährigen, die das gemacht haben, first try, ohne Vorbereitung, einfach durchgezogen. Jo. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier seht ihr das Ganze nochmal. 52,6. Ich hoffe, das erkennt man gut. 2100 Kalorien, das sagt er jetzt hier auf der Uhr. Der hat nämlich ein paar Sachen gar nicht mitgezählt. Vielleicht ist das Ganze jetzt auch länger. Hier seht ihr nochmal die ganzen Momente, wo wir die meisten Schritte gemacht haben. Das Beste war um 7.30 Uhr. Da hatten wir die meisten. Auf jeden Fall, als nächstes probieren wir dann die 100 Kilometer. Das ist unser Ziel. Aber wir haben auch schon gesagt, so einen 50.000 Kilometer Marsch, den macht man halt wirklich maximal einmal alle 3 Monate. Also René hat jetzt gesagt, alle 2 bis 3 Monate, aber das sind eher 3 Monate. Also 4-mal im Jahr. Es war wirklich schlimm. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, Schmerzskala. 10 ist tot, 9 ist Krankenhaus, 8 ist Abbruch. Das Schlimmste, wie es war wirklich eine 7. Musste ich wirklich ganz offen und ehrlich sagen. Ich war oft davor, wo ich mir dann so gesagt habe, ja, breche ich jetzt ab oder nicht. Aber haben wir dann am Ende doch noch durchgezogen, wo ich sehr froh drüber bin. Wir hatten dann um 12 Uhr die Pause gemacht. Also da hatten wir dann ja die 30 Kilometer voll, die ersten 30. Waren dann schwimmen, zumindest ich und René. Manuel ist einfach noch auf der Bank, hat er gechillt, sich voll gegessen, Kalorien vorbereitet. Jo. Ich würde sagen, das Schwimmen war schon geil. Wir sind dann noch mal ein paar Bahnen geschwommen. Auf entspannt. Wenn ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen habe,
werde ich das Video jetzt hier an der Stelle beenden. Boah, die Schmerzen sind sehr, sehr schlimm. René und Manuel sind, by the way, auch schon nach Hause gegangen. Also ich bin jetzt hier nochmal zum Startpunkt gegangen, um euch einmal das Ganze im Hellen zu zeigen und zweitens ein Outro zu drehen. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim 100 Kilometer Marsch oder wann auch immer. Ich habe Hunger. Und dann geht's nach Hause. Tschö, Jungs.